Einer anonymen Umfrage zufolge benutzt jeder fünfte männliche Fitnessstudio-Geher Anabolika. Experten rechnen mit einer noch viel höheren Dunkelziffer. Einer der wenigen, die offen über ihren Steroidkonsum sprechen, ist der selbsternannte Hardcore-King Arthur. Der 50-Jährige schildert seine Beweggründe. 2013 hatte ich 148 Kilo. Also es war ja schon ordentlich massig. Ich habe mich nicht mehr gescheit bewegen können, keine Luft mehr gekriegt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, hier, das muss jetzt anders werden. Und habe angefangen mit Diäten, ja, viel mehr Sport, als was ich immer schon gemacht habe. Ja, Ernährungsumstellung komplett und so. War schon eine richtige Challenge. Ja. Arthur wollte mehr als nur einen schlanken Körper. Er wollte Kraft, er wollte Muskeln und das so schnell wie möglich. Dafür genügten dem 50-Jährigen gewöhnliche Nahrungsergänzungen wie Proteinpulver und Vitaminpräparate nicht mehr. Um seine Ziele zu erreichen, verwendet Arthur regelmäßig sogenannte anabole Steroide. Mein Grund, mein Bestreben ist ja, warum ich Anabolika oder Steroide verwende, ist, weil ich in kürzester Zeit Muskeln auf- und abbauen will. Meine erste Kur habe ich angefangen eigentlich 2017. Das war so meine Probekur, wo ich mich entschlossen habe, es würde mich interessieren, ob mein Körper mit 47 Jahren damals, ob er es schafft, sich herzurichten für Wettkämpfe. Ich habe damals einen deutschen Wettkampfvorbereiter mir genommen, der mir Diäte geschrieben hat, Trainingspläne geschrieben hat, mit dem ich auch abgesprochen habe, welche Steroide man nimmt. Das war so meine Probephase, ob mein Körper darauf anspricht. Und da es hat wirklich gut funktioniert. Ich habe wirklich gut darauf angesprochen. Ich habe eine sehr schöne Form eigentlich gekriegt. Und dann habe ich gedacht, okay, es funktioniert eindeutig. Im Hobbybereich ist der Steroidkonsum übrigens nicht strafbar. Der Handel dieser Mittel allerdings schon. Arthur verwendet bei seinen Kuren hauptsächlich einen bestimmten Wirkstoff, den er sich teils mehrmals wöchentlich in den Gesäßmuskel injiziert. Das Gängigste, was man kennt, ist eigentlich Testosteron. Testosteron produziert der Körper selber. Für uns Sportler, um Muskeln aufzubauen, in einer kürzeren Zeit als normal, ist es unumgänglich. Doch durch die zusätzliche Einnahme von Hormonen wie Testosteron können Folgeschäden auftreten, die sogar zum Tod führen können. Sportmediziner und Performance-Coach Dr. Johannes Zeibig hat seit vielen Jahren mit Leistungssportlern zu tun und weiß, welch großen Risiken sich stoffende Bodybuilder aussetzen. Meine Erfahrung ist gerade in der Bodybuilder-Szene oder in der Body-Shaping-Szene, dass Menschen sich sehr wohl sehr, sehr genau informieren, wie das Ganze physiologisch wirkt und deswegen schon Bescheid wissen über die negativen Auswirkungen. Natürlich wird das dann auf die Seite geschoben, um nicht zu sagen verdrängt auch. Für mich selber persönlich ist es kein Risiko. Ich mache es gezielt. Ich kenne mich mit diesen Dingen mittlerweile sehr lange aus. Ich habe mich da gut eingelesen, viel studiert drüber, wo ich sagen kann, okay, für mich, ich bin heute auf einem Punkt, wo ich weiß, wie ich es verwenden muss, wie ich es verwenden kann und wo die Nebenwirkungen liegen. Das Risiko, dass sich jemand an Organen schädigt, Herz, Leber, eventuell auch Muskulatur und Knochen, ist bei jener Gruppe am größten, die Substanzen zu sich nehmen, um ihre Leistung möglichst schnell zu steigern. Wir können uns vorstellen, wenn das in etwa die Größe eines menschlichen Herzens ist und das mit Blut versorgt wird, dann sollte das Gleichgewicht aus Herzmuskelgröße und versorgenden Gefäßen etwa hergestellt sein. Wenn jetzt aber durch die Einnahme von Anabolika über einen längeren Zeitraum der Herzmuskel wächst, das Herz größer wird, dann ist es häufig so, dass die Herzkranzgefäße, also die Blutgefäße, die diesen Muskel versorgen, nicht nachkommen mit ihrem Wachstum und dass es dann zu Herzmuskelschäden kommen kann. Der 50-jährige Arthur aus Wien ist Hobby-Bodybuilder und verwendet seit 3 Jahren regelmäßig Steroide, um schneller Muskeln aufzubauen, als es auf natürlichem Weg möglich wäre. Der Preis, den Arthur dafür zahlt, ist hoch, sowohl was Geld als auch Gesundheit anbelangt. Steroide, wenn du sie wettkampfmäßig verwendest, hier, das sind wir im paar hundert Euro-Bereich eigentlich. Ja? Es ist ja nicht nur, dass du jetzt die Steroide nimmst zum Injizieren, dann ist das dann noch orale Sachen dazu, die wieder gegensteuern, natürlich auch gegen die Nebenwirkungen gegensteuern. Also das heißt jetzt Wassereinlagerungen. Dann habe ich natürlich, ich habe einen Leberschutz, ewig schon jetzt eigentlich, ja, den nehme ich das ganze Jahr. Also ich passe da schon sehr auf. Ja. Aber wie gesagt, das kostet natürlich alles auch Geld.
Sechsmal pro Woche trainiert Arthur im Fitnessstudio, wo er hin und wieder auch mit dem Thema Steroidkonsum konfrontiert wird. Im Gegensatz zu vielen Kraftsportlern und Bodybuildern spricht der 50-jährige Wiener offen über dieses Tabuthema. Du hast auch im Studio natürlich, wenn ich die Leute anschaue, ja, kommt auch oft die Frage, ja, aber natural bist du nicht. Ne? Nein, bin ich nicht. Ja, und es, erst einmal geht es keinem was an. Ja, das ist mein Leben, was ich mache. Aber es ist halt noch nach wie vor negativ behaftet, das Ganze. Ja, es fällt unter Doping, es wird kontrolliert, auch bei Wettkämpfen in gewissen Verbänden. Aber ansonsten war es ganz genau die Gesellschaft. Ja, das ist im Leistungssport. Ja, und da reden wir von, meiner Meinung nach, nur schon vom Tischtennis, was jetzt banal klingt vielleicht. Ja, im Leistungssport, ja, geht es nicht ohne Hilfsmittel, sage ich jetzt einmal. Es muss jetzt nicht unbedingt Steroide sein. In Arthurs Fall sind es allerdings tatsächlich Steroide, die zu erheblichen gesundheitlichen Schäden führen können. Dieses Risiko geht der 50-Jährige für seinen Traumkörper bewusst ein. Aber Anabolika alleine machen laut Arthur noch lange keine Muskeln. Du hast doch manche Substanzen, ja, hast du natürlich einfach mehr Kraft. Das ist schon da, ja, keine Frage. Aber ansonsten vom Trainingsablauf her oder von der Trainingsintensität ist es völlig wurscht, ob mit oder ohne. Ja, für mich ist immer völlig wichtig, wurscht, ob ich 5 Wiederholungen mache, 12. Bei der letzten 2 Wiederholungen muss ich sterben. Könntest du ohne Kraftsport jetzt leben? Ich kann mir es nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin jetzt 50. Die letzten 7 Jahre hat es mein Leben bestimmt, sage ich einmal. Ich kann mir es ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wo ich in 2-3 Jahren stehe, ob ich in 2-3 Jahren noch Wettkämpfe mache. Aber ganz ehrlich, kann man es nicht vorstellen, dass ich aufhöre zum Trainieren. Es würde mir einfach was in meinem Leben fehlen. Du kannst die Einnahme von Anabolika einer Sucht gleichsetzen. Ähnlich wie bei vielen anderen Süchten, mit 2 Ebenen. Die eine Ebene ist die psychische Ebene. Es tut mir gut, es wirkt, ich bin in meinem Rausch von Tun. Deswegen will das dann mein Körper, mein Geist weiter. Und der andere Faktor ist sehr wohl, gerade beim Testosteron, dass es einen körperlichen Aspekt der Sucht auch gibt. Das heißt, dass der Körper an sich nach dem immer und immer wieder verlangt. Zurück zu Arthur, der 6-mal die Woche im Fitnessstudio anzutreffen ist. Der 50-Jährige übt gerade Posen für den nächsten Wettkampf ein. Der Wiener hat spät seine Liebe zum Bodybuilding entdeckt und für die perfekte Form hilft er sogar mit anabolen Steroiden nach. Also die Faszination am Kraftsport oder gerade am Bodybuilding ist wirklich zu sehen, mit welchen Mitteln du deinen Körper veränderst. Ja, durch Ernährung, Training, in meinem Fall natürlich auch Steroide. Ja. Wie du deinen Körper veränderst, ja, wie verschiedene Phasen es eigentlich gibt. Ja. Mal schaust du aus wie ein Schleimhandel, ja, und dann kommst du runter, ja, auf 85, so wie ich letztes Jahr, 85 Kilo. Und du siehst jeden einzelnen Muskel, ja, die Brust kommt raus, die Arme kommen raus, Schultern kommen raus, weil einfach weniger Wasser und weniger Fett dann drin ist. Ja. Und das ist wirklich das Faszinierende. Neben Gesundheitsrisiken von bleibenden bis tödlichen Herz- und Leberschäden kann es durch Steroide auch zu äußerlichen Veränderungen des Körpers kommen, die bei den Konsumenten unerwünscht sind. Wenn ich dem Körper von außen das männliche Geschlechtshormon Testosteron zuführe, dann denkt der Körper selber, aha, wir haben genug davon, und reguliert die Testosteronproduktion runter. Das Testosteron, das von außen zugeführt wird, ist nicht an den Hoden wirksam, die dafür zuständig sind, dass Spermien gebildet werden. Das ist nur das körpereigene Testosteron. Jetzt reguliert der Körper das körpereigene Testosteron runter. Damit gibt es keine Spermienproduktion und damit werden die Hoden kleiner. Laut Arthur ereilte ihn das Hodenproblem bisher noch nicht. Wieder zu Hause ordert der 50-jährige Wiener Nachschub seiner leistungssteigernden Substanzen. Ich bestelle mittlerweile auch online, ja, weil ich einen Shop gefunden habe, der sehr gute Produkte hat, zu einem gescheiten Preis natürlich und der auch zuverlässig ist und tatsächlich schickt. Ja. Es gibt viele Internetseiten leider, ja, was Fake-Seiten sind. Ja, du kannst zwar ganz normal dort bestellen, überweist meistens, also wenn es einer ist mit Vorauskasse, musst du am Anfang ganz überlegen, sage ich immer. Ja, die schicken dir da nichts. Ich habe meine Erfahrungen genauso gemacht, dass ich Klumpert bestellt habe, ja, wo die Wirkungsweise nicht da war, wo ich mir dann am Blutbild natürlich gesehen habe, ja, jetzt nimmst du gewisse Medikamente, Steroide, aber am Blutbild siehst du es eigentlich nicht. Und gerade das Blutbild ist der erste Indikator dafür, wo man sieht, okay, da ist eine Veränderung im Körper. Arthur unterzieht sich regelmäßig Blutbilduntersuchungen und analysiert seine letzten Befunde, die ihn stets einige Rückschlüsse ziehen lassen. Ja, also ich mache ja regelmäßig ein Blutbild. Ja.
Also ich gehe zu meinem Hausarzt, hole mir eine Überweisung und dann gibt es halt gewisse Parameter, die ich halt wirklich wissen will. Also ich habe meine ganzen Leberwerte, meine Nierenwerte drauf, natürlich mein Sexualhormon. Ja, also ich bin gerade da jetzt beim Testosteron, ja, ich bin über 15.000. Ja. Ich bin wahrscheinlich sogar noch höher drüber. Ja. Das Labor misst einfach nur bis 15.000 und wenn man jetzt die Normalwerte, die niedrigsten Normalwerte nimmt, ja, sind 1930 Nanogramm pro Milliliter. Ja. Also da bin ich natürlich sehr weit oben, aber warum? Ja, weil ich das Testosteron natürlich verwende, ne, extern. Und wie gesagt, an dem sieht man es. Wenn das jetzt der Wert niedriger wäre zum Beispiel, ja, wenn der nur bei 7.000, 8.000 wäre, würde ich echt überlegen, ob ich ein gefaktes Testosteron habe.